Hallo, nach langer, langer Zeit. Ja, mal wieder ein Video. Es kam jetzt lange nicht, aber ja, mir war nicht so danach. Ich hatte einiges anderes zu tun und ja, jetzt ist hier gerade das Chaos ausgebrochen, wie man schon ein bisschen sehen kann. Und ich bin gerade dabei, die Sachen für den Flohmarkt zusammenzusuchen, auf den oder zu dem ich am Wochenende gehen werde. Und ja, ich bin einfach gerade dabei, die ganzen Sachen zusammenzusuchen und das Ganze schon fertig zu machen, um ja einfach Zeit zu sparen und einfach auch dann Ruhe zu haben. Langes Bliblablub. Ich habe mir gedacht, ich mache da draußen ein kleines, ja, um mal zu zeigen, was ich gebastelt habe in der letzten Zeit. Und genau, da werde ich das gleich mal so nutzen. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht mit dem hier, mit den Grenzen hier drüben. Da habe ich hier solche Grenze. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Ja, das ist ein Weidenkranzen selbst, wie sagt man, geflochten oder gebunden aus unserem Garten und dann verziert. Hier in der Mitte hängt noch so ein Schmetterling. Und ja, sonst eigentlich relativ schlicht. Ein bisschen Stoffband und Perlenkette, Holzblümchen. Genau, das ist der einmal in Rosa. Und dann habe ich hier noch einen in Grün. Da hängt in der Mitte so ein großes Herz. Ist auch wieder selbst gebunden, geflochten, wie auch immer. Perlenkette, grünes Stoffband und auch so ein paar Holzblümchen. Ich bin übrigens nicht dreckig, das ist Farbe, weil ich halt hier und da ja noch Sachen ausbessere oder ja, was einem halt noch so auffällt, was noch nicht so perfekt ist. Genau. Da habe ich diesen hier noch, also diese zwei Kränze. Ich habe jetzt auch nicht wie sagt man, Massen produziert, weil ich halt einfach erstmal gucken möchte, wie die Sachen überhaupt ankommen. Und wenn das gut klappt, dann ist vielleicht Ende des Jahres noch mal eine und da kann man ja dann ganz anders kalkulieren. Aber ich muss halt jetzt erst mal gucken, wie das so wird. Ja, das nächste. Nehmen wir erst mal das hier. Da habe ich hier so ein Buch gefaltet. Das ist so ein ganz normales altes Buch. Das ist auch noch nicht eingebunden. Das muss halt noch eingebunden werden. Und da steht hier halt Love. Das ist halt, wie gesagt, noch nicht fertig. Eins habe ich aber schon fertig. Das sind hier diese zwei. Huch, diese zwei Füßchen. Die sind schon eingeschlagen. Da habe ich hier mit Perlen gearbeitet, die ich aufgeklebt habe. Mit diesem Pünktchenpapier ist halt neutral für Junge oder Mädchen. Und ja, finde ich ganz süß. Das ist schon fertig. Es fehlen übrigens auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht zeigen kann. Ich habe noch Seife gegossen. Die habe ich jetzt allerdings nicht hier und die ist auch noch nicht so bewegbar unbedingt. Das möchte nicht, dass da irgendwie noch was kaputt geht auf den letzten Metern. Und ja, wie gesagt, das ist noch Seife und zwei solche Kuchen. Aber wenn ich es nicht vergesse, hänge ich Bilder hinten dran, wenn ich es nicht vergesse. Ja, dann habe ich hier eine kleine Tüte Buttons. So, Stoffbuttons. Ja, das ist jetzt nicht so besonders. Dann habe ich etwas runtergeschmissen. Taschen. Das ist hier so eine ganz normale. Huch. Mit so Snaps. Sie ist so ein bisschen schlapprig, aber finde ich eigentlich trotzdem voll cool. Kann man so Taschentücher, Päckchen oder Feuchttücher oder alles, was sonst so ein bisschen rumschlabbert. Ich mag auch die Farbe. Hier ist ein bisschen dunkleres Orange. Und dieses Gelb, ja, das ist einmal die. Das ist halt so Resteverwertung. Und dann habe ich hier so kleine Taschen. Die haben auch so zwei Fächer. Und die sind halt auch unterschiedlich groß. Wie gesagt, Resteverwertung. Der hier hat dann zwei Snaps. Und hier eine andere Farbe. Hier ist noch ein kleiner. Und hier sind dann solche mit diesem Muster, haben aber innen auch zwei Taschen und Entschuldigung, ist immer, wenn ich zu viel rede.
geht das immer los. Es ist die ganze Zeit nichts. Und dann, wenn ich anfange zu reden. Ja, wie gesagt, die kleinen Taschen. Und dann werde ich die zwei kleinen Weihnachtsbabys mitnehmen, weil, ja, vielleicht ein bisschen aus Fimo und das war halt die Babymold und dann halt Weihnachtsmützen ranmodelliert. Vielleicht ist zwar jetzt nicht die Jahreszeit, aber vielleicht gefällt es irgendjemandem. Keine Ahnung. Weihnachten kommt immer wieder jedes Jahr. Dann habe ich hier so eine Dose. Da ist so ein bisschen mit Resin und Fimo gearbeitet. Ja, ist eigentlich auch ganz schön. Dann geht's weiter mit einem Einhorn. Das ist jetzt nicht selbst modelliert, aber selbst angemalt. So ein bisschen mit Glitzer. Das ist allerdings auch Keramik. Da war ich mal irgendwo. Aber mir gefällt es jetzt nicht mehr so sehr und ja, muss noch mal ein bisschen entstaubt werden und dann ist es wieder hübsch und ja, findet irgendwo vielleicht einen neuen Platz. Dann habe ich hier meine Lampe rausgesucht. Das war ja mal voll der Trend mit den Papierrollchen, diese Kränze und Lampen. Ja, da habe ich das hier, da kann man halt selber noch eine nicht Teelicht, wie heißt's? Lichterkette reintun. Ja, nehme ich einfach mal mit. Was nicht weggeht, muss ich ja eh wieder mitnehmen. Dann nehme ich diesen Bilderrahmen mit. Also Bilderrahmen kann man es ja jetzt nicht unbedingt nennen. Diesen Rahmen finde ich sehr schön, aber ich habe irgendwie keine Verwendung. Vielleicht gefällt es irgendjemandem. Dann habe ich hier so kleine schwarze Steinchen bemalt. Bin mir noch nicht sicher, ob ich sie vielleicht nochmal imprägniere. Aber die finde ich auf jeden Fall voll schön. Genau, das sind die. Wo stelle ich das jetzt hin? Hier. Dann zwei Dosen. Einmal diese hier. So. Und einmal diese hier. Die ist halt schon ein bisschen bunter. Und dann habe ich noch, ich glaube, da hatte ich schon mal ein Video gemacht. Diese Holzteilchen hier. Die haben jetzt auch alle ein Loch. Die hatte ich aber, glaube ich, schon mal separat gezeigt. Dann habe ich vier Tüten mit Perlen gemacht, weil ich kann es einfach nicht verarbeiten. Und ja. Freut sich vielleicht auch jemand, kleines Mädchen, was Perlen auf Fädelketten oder so. Jo, dann habe ich hier diese Gläser, also recycelt. Da kommt auch noch ein Teelicht rein. Das hat hier jetzt keinen Deckel. Dann habe ich hier welche mit Deckel. Da ist auch schon überall ein Teelicht drin. Alles so gestaltet. Ja. Und dann habe ich noch dieses hier. Das hat, wie gesagt, überall schon ein Teelicht drin. Bloß in dem einen nicht, weil das jetzt erst die Tage fertig geworden ist. So, dieses hier. Und dann haben wir noch dieses hier. Na? Und dann habe ich noch hier so ein kleines Totoro-Glas. Ja, mal gucken. Vielleicht findet sich jemand. Dann habe ich hier. Ich habe so kurz Arme. Habe ich hier mein Flipbook. Das müsste ich auch nochmal ankleben. Ja, das habe ich mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein Video hatte. Und ja. Das kann man ja selber noch personalisieren mit Fotos oder so, wie man halt will. Und das nehme ich auch mit. Mit der Hoffnung, dass ja, die Sachen bei jemandem einen schönen Platz finden.
Dann geht es weiter mit Karten, mit einigen Karten. Ich gehe sie mal im Schnelldurchlauf mit euch durch. Das ist immer eine Karte samt Umschlag. Liegt die Hälfte unten. Moment. So, da haben wir einmal diese hier. Dann diese. Ich gehe die einfach mal schnell durch. Dann haben wir hier die selbstgemalten. Auf alten Buchseiten. Ja, das sind noch einige. Haben wir noch mal den Orange und den Blau. Ja, ich glaube, die Babykarten hatte ich auch schon mal gezeigt. Da haben wir einmal für Mädchen und einmal für Junge. Dann haben wir noch mal für Mädchen und für Junge. Dann haben wir hier so eine große Karte. Eine, die man hinten so auffaltet. Und der Briefumschlag, da habe ich einen Briefumschlag gestaltet. Weil der hier auch noch. Das ist der Briefumschlag. Und die Karte. Dann haben wir hier noch eine Osterkarte. Kann man ja auch so mal nutzen. Nur weil da ein Hase drauf ist. Eine mit einem Rentier. Dann habe ich hier so einfach so ein, ja, wo man selber was reinlegen kann. Da habe ich hier eine Katze vorne drauf gemalt mit Wasserfarbe. Dann haben wir hier noch so eine Karte. Finde ich auch voll schön. Und diese hier. Und die ist auch voll niedlich. Und dann noch eine etwas schlichtere, also finde ich zumindestens. Und die letzte, ach nee, jetzt kommt die letzte, die vorletzte. Und noch diese hier, die finde ich auch richtig schön. Ja, das waren die Karten. Das sind einige. Ich mal hier rüber. So. Dann habe ich hier so kleine Baumler. Ich sage einfach immer Baumler, weil, keine Ahnung, kann man ja ans Fenster hängen oder an der Wand oder mitten in den Raum, wie man halt mag. Und da habe ich diese hier. Na, so hier oben ist die Schlaufe. Das hier ist lufttrockene Modelliermasse. Holz, hier ist eine kleine Buddha-Perle. Und ja. So sieht das Ganze dann aus und kann man halt, wie man mag, hinhängen. Und das Ganze habe ich noch mal ein bisschen kleiner. So. Finde ich auch voll schön. Vielleicht mache ich da auch noch ein paar. Ich habe nämlich noch so ein paar Teile übrig. Ja. Dann habe ich hier noch einen nicht fertigen Traumfänger, wenn man das so nennen kann. Also so sieht es nicht fertig aus. Da müssten auch noch ja, ein Aufhänger ran und Federn. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, kann man sich auch irgendwo hinhängen. Deswegen muss der mal woanders hin. Und dann habe ich hier so einen ganz großen Baumler. Kann man jetzt gar nicht so gut sehen, ne? Ist aber auch verkehrt rum. Hier ist so eine Folie. Und hier habe ich mit einer alten Perlenkette und Folien und Nagellack, ja, Holz, habe ich dann hier so einen, ja, größeren Baum gebastelt. Dann habe ich hier noch eine Dose mit
ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt hatte. Das sind so auch modellierte Seesterne und Korallen. Die sind lackiert. Weiß nicht, vielleicht mag es jemand haben. Und dann mache ich immer mit dem hier weiter. Dann habe ich Gipsfiguren gegossen gehabt. Die habe ich jetzt aber schon ja, sicher verpackt. Da sind, also jetzt nicht wundern, ne? Das ist ein bisschen kaputt. Deswegen ist das nicht mit eingepackt. Einhörner gegossen. Und Eulen. Wie gesagt, die sind aussortiert, weil die halt ziemlich kaputt sind. Was jetzt so mal ein kleines Loch hat. Ja, mein Gott. Es ist halt immer noch Handarbeit und ja. Wie gesagt, Einhörner und Eulen und noch so ein bisschen Kleinzeug. Aber das ist, wie gesagt, alles schon eingepackt. Ja. Aber das sind die zwei Sachen. Dann habe ich hier noch verschiedene Sachen aus Modelliermasse, die leider auch noch nicht angemalt sind. Da habe ich eine Eule und zweimal solche Hände. Eine Schildkröte. Dann drei dieser Pilze, die ich schon seit einem halben Jahr anmalen will. Die kann man dann auf Schaschlikspieße stecken. Dann noch ganz viele Teile für solche Baumler, was auch schon angemalt ist. Zwei Drachenaugen aus Modelliermasse. So eine kleine Sukkulente. Einen Maulwurf. Und viermal solche Sukkulenten in Töpfen, die ja auch noch nicht angemalt sind. Ich müsste dann vielleicht mal starten. Wäre eine ganz gute Idee. Ach ja, und ein Indianer. Aber da weiß ich nicht, ob ich den anmal. Ob ich das schaffe. Keine Ahnung. Ja, das ist aber eigentlich voll cool. Ja, das war's. Jetzt läuft meine Nase wieder. Moment, ich muss das mal irgendwo hinstellen. Ja, aber ich hoffe, das stört uns das ja. Das ist aber irgendwie eine Allergie oder so. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und dann habe ich hier ein Körbchen mit gegossenen Magneten. Ich habe leider nur einen Anhänger, weil halt hier bloß das gehalten hat. Ich habe mir solche Anhänger-Dinger für hinten dran zum Kleben. Das hat nicht gehalten. Es fehlen noch ganz viele Teile, die matt sind, aus Mattenform, die ich aber leider nicht mitnehmen kann, weil ich jetzt seit einem Jahr versuche, dass mir irgendjemand mal hilft, so einen Lack für die Teile zu besorgen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt und ja, da kann ich halt die Teile jetzt nicht mitnehmen, weil ich selber werde halt nicht fündig und irgendwie die mit Resin arbeiten, haben auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie ist das, hat das nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen kann ich bloß die Teile mitnehmen, aber ist ja okay, da habe ich hier einfach jetzt so diese Dinge rangemacht, die normalen Haken und dann habe ich hier so, ja, meine gemalten Yin und Yang Zeichen eingegossen. Und dann halt verschiedene Magnete. Ich kann die mal fix zeigen. Und diesen noch. Ja, dann habe ich immer so rum. Den und den. Ich habe halt immer zwei aneinander. Und die zwei haben wir hier noch einen Eisbär. Finde ich voll niedlich. Und die zwei. Und nochmal ein Eisbär und so ein Glitzern. Und noch ein Glitzernden. Das sind drei verschiedene. Die zwei. Und ah, die Magnete sind noch echt stark. Dann haben wir noch die zwei. Und
Noch die zwei selbstgemalten. Ja, das ist hier schon alles soweit fertig. Und als letztes gibt es nur noch meine Bilder. Da sind noch einige zusammengekommen. Da habe ich hier so ein, ja, wie so eine Collage gemacht. Und die nehme ich auch mit. Die ist schön. Genau, da habe ich die Collage. Dann habe ich dieses hier. Und dieses hier. Voilà. Und das habe ich vorhin erst fertig gemacht. Finde ich auch so schön, kommt leider gar nicht so schön in der Kamera rüber. Dann habe ich hier, das lege ich gleich mal hier hinten hin, so eine große Eidechse. Die finde ich auch so schön. Ach nee, sie liegt verkehrt rum. Ja, eigentlich habe ich gedacht, sie krabbelt nach oben. Genau, so rum ist richtig. Dann einen Flamingo. Kann ich auch nochmal von mir anzeigen. Der ist nicht ganz so groß. Ein Flamingo. Einen Papagei. Ein ganz großes Bild. Ja, wo wir mal danach war. Das ist jetzt auch schon, ja, vom letzten Jahr. Kann man Verschiedenes drin sehen. Und dann noch dieses. Das finde ich auch voll schön. Genau. Und das war's jetzt. Ich fühle mich gerade übel kaputt, wie als hätte ich sonst was gemacht. Wie gesagt, da fehlen noch Seifen und zwei solche Gipskuchen. Die einen modellierten Sachen hier müssen noch angemalt werden. Aber im Groben und Ganzen bin ich fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist ein bisschen chaotisch, aber ich habe leider auch nicht so viel Platz und konnte hoffentlich trotzdem alles gut zeigen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und bleibt schön kreativ. Bis bald vielleicht. Tschüss.